Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin! Sie haben letztes Jahr im Frühjahr die Attraktivitätsoffensive angekündigt und das Ziel formuliert, die Bundeswehr soll der attraktivste Arbeitgeber im Lande werden. Und heute liegt uns ein Gesetz vor, mit dem 10 andere Gesetze, Verordnungen geändert werden, über 10 andere Gesetze, Verordnungen geändert werden sollen. Kostenpunkt zwischen 250 und 300 Millionen Euro im Jahr. Im Durchschnitt, also die nächsten 4 Jahre, ungefähr 1 Milliarde Euro. Und im Kern geht es, ist hier schon gesagt worden, um Arbeitsbedingungen, höhere Vergütung, Ersparniszuschläge, soziale Absicherung. All das, Frau Ministerin, Sie haben das selber gesagt, sind allerdings Sachen, die sich in den letzten Jahren angestaut haben, die jetzt notwendigerweise vollzogen werden müssen. Sie haben selber gesagt, Sie arbeiten sich an Normalmaß vor. Zum Beispiel die letzte Wehrsolderhöhung gab es im Jahr 2008, damals 2 Euro. Heute gibt es wieder eine Wehrsolderhöhung, auch wieder 2 Euro pro Tag im Übrigen, muss man dazu sagen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das dazu beiträgt, die Bundeswehr attraktiver zu machen. Auf die wirklich jetzt aktuellen Probleme gehen Sie nicht ein. Die sind aber im Bericht des Wehrbeauftragten, diese Woche ist er vorgestellt worden, alle klar benannt. Einiges wurde hier angesprochen, ich möchte noch mal einige herausgreifen. Erstens, die Bundeswehr hat massive Ausrüstungsprobleme, insbesondere was die Großgeräte betrifft. Wir haben das Problem mit dem A400M, mit dem Hubschrauber NH90. Also es wird alles zu spät geliefert, es ist alles viel teurer, als vereinbart wurde. Und die Fähigkeiten, die bestellt wurden, werden nicht geliefert. Und im Normalbetrieb gibt es auch noch massive Fehler. Das heißt, Sie hatten vorhin gesagt, wie der Bürger, die Bürgerinnen und Bürger jetzt Computer kaufen und nicht mehr die Katze im Sack. Aber Sie in der Bundeswehr kaufen die Katze im Sack immer noch. Der A400M zum Beispiel als Transportflieger, einer ist geliefert, ob die nächsten kommen, weiß niemand. Der kann weder Personal noch Material aus der Luft absetzen. Er kann auch nicht in die sogenannten heißen Zonen fliegen, also in Kampfgebiete, weil er über die Selbstverteidigungsfähigkeiten erst 2016/17 verfügen wird. Der NH90, der Transporthubschrauber, rostet. Es gibt Rauchentwicklung im Cockpit. Und er hat Triebwerksprobleme, was schon zum Absturz von einer Maschine geführt hat. Da habe ich mich im Übrigen gefragt bei den Erschwerniszuschlägen, ob das vielleicht der Grund ist, dass Hubschrauberpiloten 210 Euro mehr bekommen als Fallschirmjäger, ob das mit diesem Problem bei den Hubschraubern zusammenhängt. Fakt ist, die Nachrüstung dieser Hubschrauber wurde diese Woche im Verteidigungsausschuss mitgeteilt, übernimmt natürlich nicht die Industrie, sondern auch das muss vom Steuerzahler wieder bezahlt werden, obwohl in der Industrie bei der Konstruktion geschlampt wurde. Und selbst bei Standardausrüstungsgegenständen, wie zum Beispiel das G36, gibt es Probleme. Da warten wir noch auf einen Bericht, in dem geklärt wird, warum diese Waffe, wenn sie heiß ist, nicht mehr treffen kann. Wir haben auf der anderen Seite völlig überlastetes Personal. Die Regelung, dass nach einer Auslandsverwendung von 4 Monaten eine 20-monatige Pause sein soll, kann bei vielen Soldatinnen und Soldaten nicht eingehalten werden. Und auf die maroden Kasernen ist ja auch schon eingegangen worden. 38% der Unterkünfte haben größere Mängel. 269 Gebäude sind eigentlich unnutzbar und werden trotzdem noch bewohnt. Es wird von Rost- und Schimmelbefall, von nicht funktionierenden Heizkörpern, von Kloakengeruch gesprochen. Und Fakt ist, Sie haben das erkannt, Sie haben gesagt, es werden neue Mittel bereitgestellt. Aber wenn solche Zustände herrschen, dann ist völlig unbegreiflich, warum man ohne Mittel nicht die notwendigen Maßnahmen ergreift und zum Beispiel sagt, sanierte Kasernen werden eben nicht geschlossen, sondern wenn Kasernen geschlossen werden, dann kann man auch die maroden Kasernen schließen. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist allerdings das Bild, was in der Öffentlichkeit derzeit das Bild der Bundeswehr bestimmt. Es ist eine ziemlich desolate Truppe. Und da wird sie auch nicht attraktiver, wenn man 2 Euro mehr Wehrsold am Tag bezahlt. Ihr Ziel ist es ja, so wurde das formuliert, jeder Soldat in der Kaserne Einzelzimmer mit einem Bad, es soll eine ordentliche soziale Absicherung geben, Aufstiegschancen, Familie und Dienst miteinander vereinbar sein, Teilzeitarbeit und so weiter und so fort. Das sind aber nur die Rahmenbedingungen von einem attraktiven Arbeitsplatz. Und entscheidend ist ja letztendlich, ob auch die Aufgabe attraktiv ist. Darüber, Frau Ministerin, haben Sie aber hier überhaupt nicht gesprochen. Und ich glaube schon, oder kann mir das zumindest vorstellen, dass die Soldatin
die an dem Einsatz beteiligt gewesen sind zur Vernichtung der syrischen Chemiewaffen, dass die einen gewissen Sinn in dieser Aufgabe empfunden haben und auch davon überzeugt gewesen sind, dass das richtig ist. Bei den gestern hier im Bundestag beschlossenen Einsätzen zum Irak und zur Türkei bin ich mir aber da nicht mehr so sicher. Weil im Kern sieht doch die ganze Sache so aus, wir schicken Ausbilder in den Irak, die die Kurdinnen befähigen sollen, nachdem die Waffen geliefert wurden, sich gegen die Islamisten und den islamischen Staat zu verteidigen. Und auf der anderen Seite schickt der NATO-Partner Türkei logistische und Waffenlieferungen genau an diese Islamisten, die bekämpft werden sollen mit unserer Unterstützung. Und dann schicken wir auch noch Soldatinnen und Soldaten in die Türkei, die die Türkei davor bewahren soll, dass sie von den Leuten, dass sie kein Feedback bekommt von den Situationen, die sie dort eigentlich schafft. Und ich glaube schon, dass diese Situation bei einigen Soldatinnen und Soldaten die Frage nach dem Sinn dieser Einsätze hervorruft. Und wenn eine Aufgabe aber als sinnlos empfunden wird, dann ist sie auch nicht mehr attraktiv. Und sie hätten meines Erachtens der Attraktivität der Bundeswehr einen viel größeren Gefallen getan, wenn gestern der Einsatz in der Türkei nicht verlängert worden wäre. Das Hauptziel, die Bundeswehr zu einem der attraktivsten Arbeitgeber zu machen, werden Sie damit nicht erreichen. Das Hauptziel muss darin bestehen, die Aufgabe der Bundeswehr zu verändern. Vielen Dank. Ja,